Upanasana, eine andere Bezeichnung für eine Variation von Purana Matsyendrasana. Rafaela zeigt, wie es geht. Nimm den linken Fuß und gib ihn auf die rechte Hüftbeuge. Nimm den rechten Fuß und bringe ihn links neben das linke Knie. Dann gib den linken Arm über das rechte Bein und fasse mit der Hand an den Fuß. Und jetzt kommt das Besondere, was diese Stellung von Matsyendrasana unterscheidet. Gib deinen rechten Daumen an das Ohr und strecke die Finger aus. Halte dabei die Finger zusammen, gestreckt, und schaue dabei auch nach rechts und schließe dann die Augen. Dies ist Upanasana, ein Asana, welches Drehsitz ist. Durch den vollen Drehsitz drückt die Ferse in den Bauch, was sehr gut ist für die Bauchorgane. Diese Übung kultiviert die Flexibilität der Hüfte in großem Maße. Durch die Drehung der Wirbelsäule werden die Zwischenwirbelgelenke mobilisiert. Drehsitz ist aber insgesamt gut, zum einen um Agni, der Jataragni, das Verdauungsfeuer zu aktivieren, die Energie im Muladhara-Chakra zu aktivieren, durch die Sushumna nach oben zu bringen und den Geist zur Ruhe zu bringen. Und so kann diese Stellung dir helfen, eine tiefe Konzentration des Geistes zu erlangen. Svatmarama sagt in der Hatha Yoga Pradipika sogar, dass der Drehsitz die Kundalini erwecken kann und den Geist festmacht. Übe also Drehsitz in verschiedenen Variationen, und wenn du den vollen Drehsitz kannst, probiere auch mal Upanasana aus. Alle Informationen über dieses und alle anderen Asanas und viele Variationen des Drehsitzes auf wiki.yoga-vidya.de und die Yoga-Vidya-App.